Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Binding of Isaac Afterbirth. Wir spielen Samson. Ich hatte gerade einen Run. Der war... Ja, der Tod war dümmer als jeder andere Tod bisher. Ich habe kein Leben mehr gehabt. Wir hatten ganz gute Tränen. Wir hatten Kakao im ersten Itemraum gefunden, was ziemlich geil war. Und... Revenge Fly, ja. Irgendwas, warte mal. Was wollte ich denn gerade sagen? Hatten aber keinen Devil Deal bekommen auf der zweiten Ebene, weil ich getroffen wurde. Auf der dritten Ebene hatten wir im Itemraum, nee, und in der zweiten Ebene so eine Bohne, halt Megapart-Bohne bekommen, etc. Aber, ja, so an sich lief der Run nicht so gut und gestorben bin ich durch Zacken. Ich hatte ein halbes Herzchen, wollte zum Shop rennen und bin in einem Raum mit Zacken gestorben. Weil die Zacken genau einen Schritt nach der Tür da waren. Dann bin ich da halt einfach so reingelaufen. Wir kassieren gleich mal ein bisschen Damage, damit wir ein bisschen mehr Damage haben. Ich wollte eigentlich das Feuer dafür nutzen, aber okay. Aua. Wir machen mal das so. Kassieren jetzt ein wenig Damage. Zack. Oh, fuck, wir haben gar... Oh. Wir haben gar kein rotes Herzchen bekommen. Kein blaues Herzchen bekommen. Ja, das heißt, wir haben jetzt Damage dazu bekommen durch unser Item Rage, womit Samson startet. Und das ist nett. Das ist sehr, sehr nett. Oho! Was war das denn? Wie habe ich das denn überlebt? Alter Vater. Wow. Das war jetzt gerade... Lucky. Sehr, sehr lucky. Und hier ist ein blaues Herzchen. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Da wäre ich fast ins Feuer gelaufen. Das wäre übel dumm gewesen. Okay. Ich bin noch nicht ganz da, ne? Merkt man? Ich glaube, ich bin noch nicht ganz da. Nee. So, hier müssen wir aufpassen. Da kommt die, genau. Zack. Und Larry Jr. Der droppt uns auch noch ein blaues Herzchen. Das ist nett. Wir haben einen 8,3 Damage. Das ist, ja, ganz gut. Das verlieren wir halt gleich wieder. Wenn wir... Uiuiui. Okay. Nice, nice. Na, heiß. Schön. Und ein Speed und Shot Speed Up. Speed Up ist immer schön. Und wir haben ein blaues Herzchen bekommen, wie gesagt. Ah, erstmal richtig hinsetzen. Bisschen. Ja, und jetzt haben wir nur noch ein 3,5er Damage. Durch Rage, weil wir den Effekt ja nicht mehr haben. Es wäre geil, so dass Portable Blood Bag, glaube ich, heißt der, ne? Portable Blood Bag? Portable. Ach. Portabler Bluttransfusions. Dings. Das war scheiße. Aber noch okay. Denn wir hatten ja ein blaues Herzchen, stimmt. Hatte ich ganz vergessen. Denn mit dem portablen Blut-Dings, da können wir uns, Schaden zufügen. Dadurch rote Herzchen wegnehmen. Das heißt, immer schon rote Herzchen aufsammeln, wieder wegnehmen. Kriegen dadurch auch keine verringerte Chance auf Devil-Deals. Und kriegen Damage ab. Was sehr geil ist. Und hier sind zwei Superformen in einem Raum. Das ist nicht deine Ernte. Komm schon. Komm schon! Oh, danke. Das nehmen wir mit. Kann ja auch sein, dass hier ein Arcade Room gespawnt ist. Sollte ja eigentlich. Wir hatten 5 Münzen beim Betreten der Ebene. Das ist noch eine Superform, ey. Die habe ich gar nicht gesehen. Oh, ich hasse diesen Raum, ne? So viele fliegen einfach. So nervig. So nervig. Wir one-hitten fliegen nicht mal. Was? Dafür haben wir einen guten Shotspeed. Ein sehr gutes Shotspeed. Was? Ich glaube, Shotspeed erhöht auch den Knockback, oder? Kommt mir jedenfalls so vor. Stigmata, das ist nett. HP ab und Damage. Das ist schön. So, hier. Wir gehen auch in den Shop rein. Davon nehmen wir aber nichts mit. Wir nehmen die Karte mit. Two of Diamonds. Setzen sie ein. Ist ganz nett. Und spenden ein bisschen. Nur bis 15 Münzen, damit wir auf der nächsten Ebene nochmal in den Shop gehen können und was kaufen können. Das Item da, was wir da haben, ist der Soul Converter, der
ja, macht halt ein blaues Herzchen weg. Ne, drei blaue Herzchen, glaube ich, und gibt uns halt ein rotes Herzchen dafür. Das war dumm, dass ich da getroffen wurde. Aber egal. Ja. Ist halt eher ein doofes Item. Ich brauche halt eher blaue Herzchen als rote. Ist halt das Gegenteil zum Guppy-Item, ne? Zu Guppys Paw. Das ist nett, was wir da haben. Einen blauen Stein, den nehme ich gerne gleich mit. Legen wir hier die Bombe. Bam! Schön. Bekommen die Bombe wieder und ein blaues Herzchen. Sehr, sehr schön. Kommen wir an Schlüssel und Bombe gleichzeitig an? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich glaube nicht. Ich kann es gleich mal versuchen. Und zwar, wenn wir nicht hier die Bombe legen. Doch, das dürfte eigentlich klappen, ne? Ja, das dürfte klappen. Super. Sehr geil. Schön, 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 schön. Okay. Wir haben 5, 8er Damage. Das war knapp. Bisschen Damage mit der Revenge Fly machen. Wie ich das gerade gesehen habe, die Revenge Fly kommt zurück zu uns. Beziehungsweise, fliegt im Raum umher zu Gegnern, wenn wir getroffen wurden, ne? Und macht dann Damage. Das ist circa wie der Dead Bird, würde ich mal meinen. Zack. Der Kackhaufen ist gerade ein bisschen im Weg gewesen, okay. Aber wir bekommen ein... Ja, Tier ist ab, schön. Und Krampus. Das heißt, wir gehen wahrscheinlich auf Angel Deals. Okay. Was? Wie lange geht das denn? Okay. Alter. Aber unsere Revenge Fly macht ja Damage, Alter. Wir nehmen den Krampus halt gerne mit. Wir haben ja kein anderes Item gerade. Waren wir im Itemraum? Ja, da war die... Da war die... Stigmata war da drin. Stimmt, Stigmata war da drin. Okay. Ja, Krampus Head setzt halt den Krampus Laser ein, wie ihr gerade seht. Ich wollte den hier einfach mal einsetzen, das wäre mir zu doof gewesen. Und ist eigentlich ein nettes Item auf jeden Fall. Oh Gott, Alter, als ob... Wie soll man hier denn ausweichen, ey? What? Okay, der Raum ist anstrengend, würde ich jetzt mal meinen. Aber wir haben eine ganz gute Range und gutes Shotspeed. So ist es nicht. Wow! Und unsere Revenge Fly ist halt echt gut. Die ist halt echt sehr gut. Dann können wir den besiegen, genau. Dann den hier. Wo ist der letzte da oben? Komm, 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 nice. Okay, den Schlüssel holen wir uns noch. Gehen wir noch gleichzeitig hier unten rechts lang. Okay. Jetzt haben wir hier eine Karte. Schön. Lovers. Ist nett. Das war dumm. Oh, aber wir haben Damage abbekommen. Die Sanduhr. Brauchen wir nicht. Wir nehmen das mit. Und spenden wieder. Bisschen den Automaten vollfüllen. Zack, zack. Ja, nice. 244 Münzen und der nimmt noch mehr. Das ist super. Das holen wir uns nicht, nee. Ist jetzt eher nicht so nötig. Aber hier könnte der Geheimraum sein. Hier so, würde ich sagen, oder? Nee. Okay, dann nicht. Dann könnte er allerdings auch hier sein. Ja, nice. Mit Pilzen. Ich glaube, das sprenge ich hier. Hier so dürfte die Bombe ganz gut liegen. Ja, schade. Kein Magic Mushroom. Leider, leider. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zwei Fatties. Aua. Ich gehe gleich in den Zacki-Zacki-Raum rein. Wir haben ja eh schon eine verringerte Devil-Deal-Chance. Also können wir auch in den Zacki-Zacki-Raum reingehen. Noch ein bisschen mehr Damage kriegen. Noch mehr Damage kriegen. Huh, schön. Das ist nett. Und wir haben sogar kein rotes Herzchen verloren. Wow. Weil es The Pact ja zwei Herzchen dazu gibt. Stimmt. Das wusste ich gar nicht mehr. Habe ich total vergessen. Aber wir haben 12er Damage, Alter. Das, oh. Oh, ein Boss-Rush, Alter. Wir brauchen halt am besten schön viel blaue Herzchen oder so. Der Razorblade ist wahrscheinlich auch richtig geil mit ihm. Mit Samson. Aua. Jippa. Was haben wir hier? Emperor. Ich glaube, wir nehmen mal Lovers mit. Die haben keine blauen Herzchen mehr. Beziehungsweise kaum noch.
Oh, kacke, ich will in den Boss Rush. Ich will in den Boss Rush. Ich will in den Boss Rush. Manu. Da würde ich auch gern hin. Ja, da will ich gern hin. Schön. Och, waha. Was? Alter. Wir haben gutes Damage, Leute. Wir haben gutes Damage. Sehr, sehr gutes Damage. Alter, geil. Damit heilen wir uns, wenn wir in Türen reingehen. Also wenn wir die Türen öffnen. Ich meine, ist besser als gar nichts jetzt. Okay, warte, Moment. Njaum. Die Spritze. Little Baggy. Wir haben unser Damage behalten. Bisschen mehr Shotspeed und ein bisschen mehr Range und Speed bekommen. Das ist schön. Unser Luck ist aber down gegangen, ne? Ja, unser Luck ist ein bisschen runtergegangen. Aber ist okay. Wir haben nettes Damage. Ich hätte woanders erst sprengen sollen. Erst die andere Seite. Aber egal. Boah, da hat uns gerade die Revenge-Fly gerettet. Schon wieder. Okay, den haben wir. Komm, öffne dich. Nice, dich haben wir auch. Oh Gott, okay. Dass ich hier nicht getroffen wurde, wundert mich gerade ein bisschen. Ich glaube, ich setze gleich Emperor ein. Damit wir 100% den Devil Deal noch bekommen, beziehungsweise zu 67%. Damit ich nicht getroffen werde. Habe ich nämlich wenig Lust drauf und wir öffnen noch schnell die Kiste. Zack. Ich habe Emperor eingesetzt, anstatt die Bombe zu legen. Wow, bin ich dumm. Naja, okay. Oh, ich hoffe, wir kriegen Angel Deal. Das wäre nett. Angel Deals bekommen und dann auf der letzten Ebene, auf der Marm-Ebene auch nochmal Angel Deals, einen Angel Deal bekommen. Damit wir vielleicht nochmal in die Kathedrale können. Nochmal den Versuch starten können, die Kathedrale zu machen. Und nicht gleich wieder im ersten Raum sterben, den wir betreten. Komm, nice. Sehr gut. Sehr gut. Wir haben keinen Deal bekommen? Alter, das ist mies. Das ist echt gemeint. Haben wir Damage kassiert? Wann habe ich Damage kassiert? Hä? Ich hatte kein blaues Herzchen mehr. What? Okay. Naja. Ist es halt so. Jetzt können wir auch Damage kriegen. Jetzt ja egal. Wir hatten eh kein blaues Herz mehr, was wir verloren haben. Und wir haben den Boss schon gemacht. Bomben, schön. Oh, das ist ein Blaustein. Ich hab dich gesehen. Kiste. Ja, wir haben uns gerade geheilt, wenn wir einen Schlüssel einsetzen. Ja. Das ist gar nicht mal schlecht. Noch ein AP-Upgrade und wir bekommen... Das Item will ich nicht. Das Item will ich definitiv nicht. Aber ich will halt gerne die Schlüssel haben, die da alle sind. Und in den Zacki-Zacki-Raum gehen wir auch gleich rein. Komm, oh Mann, eine Güte, du nervst. Das machen wir. Zack. Schlüssel. Zack. Das nehmen wir. Ach nee, doch. Stimmt, ich habe das Item gerade verwechselt. Und wir nehmen Liberty Cap mit. Ich habe das Item gerade verwechselt. Ich dachte, das ist der Dummy, den wir hinlegen, damit wir sowas wie eine Bombe haben, sag ich mal. Aber das ist der kleine Fratz. Der zieht nämlich jetzt die Gegner auf sich. Das ist ziemlich geil. Die dritte Spritze. Noch mehr Speed. Und wir haben die Spun-Transformation, die uns ein Damage abgibt. Das ist sehr geil. Hier ist nichts Gutes, Alter. Wir können wieder spenden. Und haben jetzt alles Wichtige geholt, ne? Ja. Gut. Nein, die Kiste da unten will ich noch. Stimmt. Die Kiste, die Kiste. Zack. Nice, zack. Ah, ich glaube, den... Na, den... Nee, den Boss Rush packen wir, glaube ich, nicht. Wir haben noch 8 Minuten für 2 Ebenen. Wir müssen mega durchsprinten. Okay, alles klar. Das machen wir jetzt. Wir beeilen uns. Da war noch ein Mini-Boss, aber... Dein Ernst? Aua. Blaues Herzchen wäre eigentlich noch nett, aber... Können wir jetzt nicht ändern. Okay, komm. Hoffen wir, dass wir jetzt endlich den Deal bekommen. Der uns zusteht. Dann dürfen wir aber auch nicht getroffen werden. Okay, hat sich erledigt. Naja, wir haben noch eine kleine Chance auf den Deal. Hoffen wir mal, dass wir den bekommen. Aber wir finden Goathead, Alter. Goathead wäre halt echt geil. Da kommt noch eine Hand. What the fuck? Okay. Nice. Super, durchsprinten, durchsprinten. Okay.
Den haben wir. Der Fokus den. Schön. Nichts. Wow. Ich will den Boss Rush machen. Das ist eine riesige Superform, Alter. Uiuiuiuiuiui. Aua. Ja, weniger als 36% Devil-Deal-Chance können wir nicht haben, beziehungsweise Deal-Chance allgemein. Also von daher, 99 Bomben. Das ist schön. Zack. Zack. Und zack. Was? Ach komm schon. Egal, wir kriegen Damage ab. Ist okay. Herzchen kriegen wir wieder. Schön. Itemraum haben wir gefunden. Shop und Boss fehlt noch. Und das dürfte alles hier rechts sein, hoffe ich. Wenn wir den Shop nicht finden, ist es halt so. Dann suchen wir den noch nicht extra. Hier legen wir eine Bombe. Hier legen wir eine Bombe. Tower. Setzen wir Tower ein. Wuhu! Okay. Doof Diamonds haben wir gefunden. Merke ich jetzt gerade erst. Und hier legen wir nochmal Bombe. Schwarzes Herzchen? Nein. Oh Mann, komm schon, ey. Okay, schön. Das war knapp. Greed. Hallo, Greed. Zack, noch mehr Geld. Schöne Sache. Dann gehen wir mal hoch. Das war dumm. Okay, hier ist nichts. Hier ist der Boss. Schön. Sehr, sehr schön. Zack, weiter. Komm her. Komm her. Komm her. Ah, dumm, Alter, dass ich jetzt hier nochmal getroffen wurde. Okay, Damage und Range up ist okay. Gehen weiter. Schnell. Wir haben jetzt noch wie viel? 5 Minuten oder so für die Ebene, ne? Ja, 5 Minuten. Okay, wir beeilen uns. Wir beeilen uns. Zack. Wir haben ganz gutes Damage. Unser Dummy da hat gerade den Fettwanz auf sich gezogen. Den Steintypen da. Komm schon. Mann, Portal, geh weg. Danke. Spinne weg. Nice, sehr gut. Hier gehen wir rein. Machen uns Schaden. Ja, das reicht erstmal. Mehr will ich nicht Schaden kriegen. Damit wir nicht von der Superform gewonnen-hittet werden. Nice. 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 Okay. Geld. Wuhu! Da wurde ich gerade ganz knapp nicht getroffen, ey. Heilige Scheiße. Okay. Den Raum werden wir auch überstehen. Nice. Nice. Schlüssel, schön. Shop. Die Black Candle, die gibt uns ein schwarzes Herzchen. Ja. Okay, und spenden, 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 spenden. Alles spenden. Den Rest, den wir haben. Top Diamonds einsetzen. Bis der Automat. Nice. Okay, wir haben 75% Angel Deal Chance. Was ist das? Acid Tears. Okay. Ach doch, das habe ich, glaube ich, schon mitbekommen, das Item. Das gibt... Ach, scheiße. Wir haben kein schwarzes Herz hier mehr. Nee, da kommen wir nicht rüber, scheiße. Das machen wir... Ach doch, wir haben das schwarze Herz hier noch. Okay, gut. Gut, und jetzt geht's zu Marm, Leute. Marm besiegen. Schönes Damage. Okay. Nein! Okay. Los, Herzchen wiederbekommen. Evil up. Das heißt, ein schwarzes Herzchen und Bomben. Zack. Ganz viele blaue Herzchen. Den Engel packen wir. Noch in der Zeit, meine ich jetzt. Schön. Schlüsselteil. Das will ich nicht. Ich bleib bei dem Item. Was haben wir hier? Nichts Gutes. Obwohl, das hier ist ganz gut. Okay. Haben wir eigentlich das Maximum Damage schon erreicht? Ich glaube, wir können uns 6 Mal Schaden machen, dass wir mehr Damage kriegen. Außer es wurde schon geändert, das Item. Weiß ich nicht. Hallo, Tod. Erstmal das. Genau, schön. Oh, wir haben eine super geile Range, Alter. Oh, lol. Die Maske. Die habe ich nicht gesehen. Machen wir erst ihn hier. Aua, kriegt so viel Schaden.
Ja, und unser Damage reicht, steigt nicht mehr. Schön. Okay, den Boss Rush packen wir auf jeden Fall. Ich darf nur nicht zu viel Damage kassieren. Aber wir haben halt ein schönes Damage auf jeden Fall. Und ich muss halt aufpassen, dass ich nicht versuche auszuweichen, wenn ein Monstro zum Beispiel auf unseren Dummy springen will. Den haben wir. Nice. Nice. Okay, den haben wir auch. Er ist da. Gish, okay. Das ist okay. Besiegt. Okay, das dürfte ein easy Boss Rush sein. Wir bräuchten halt noch ein HP-Upgrade. Dann hätten wir Maggie freigeschaltet. Das wäre ganz nett. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Komm schon. Nein, wir haben ihn nicht. Auweieiei. Komm schon. Ja, er ist tot. Okay. Wen haben wir da? Oh, mega fetti. Eieiei. Komm. Aber wir haben gutes Damage. Das dürfte... Ja, das reicht aus. Oh Mann, haben wir geiles Damage, ey. Hallo. Na? Du bist weg. Alter Scheiße. Unser Damage ist halt echt geil. Wir haben gute Damage-Ups gefunden und Rage ist halt auch schönes Damage-Up, ey. Okay, da habe ich gerade nochmal Damage kassiert, weil ich dumm war und in Stacheln gerannt bin. Aber okay. Okay. Kommst du denn auf einmal her, ey? Aua. Hä? Was ist denn da oben? Hä? Warum hat sich da... Was? Da ist noch Little Horn, okay. Aber du bist Geschichte. Mega Fetti. Du bist doof. Und dich haben wir auch. Ah, okay. Samson's Chain. You unlocked something sticky in the depths. Okay. Nee. Wir nehmen Krampus Held mit. Und gehen wieder rein. Wir haben 2031. Sind wir bei. Also bei 2031. Ah. Von meinen Haaren, Alter. So ein kleines Haarloch, sag ich mal. Das fuckt gerade ab. So. Ich nenne es immer Haarloch. Weil man halt. Ja, genau da keine Haare hat. Tour of Hearts setzen wir ein. Wir haben jetzt nur unser Damage leider nicht mehr wieder. Da ist noch eine Hand. Okay. Okay. Hier war nichts. Wow. Ah, Mann. Wäre geil, wenn wir Hasch hätten jetzt. Also wenn es Hasch geben würde schon. Aber wie es aussieht, gibt es ihn ja nicht. Was ein bisschen echt gemein ist. Schön. Damage. Was? Damage? Schlüssel meine ich. Nee, das traue ich mich lieber nicht. Ich weiß, ich renne in die Stacheln anstatt aus zwischendurch. Zack. Pille. Setzen wir mal hier ein. Hier ist der Geheimraum. Wenn ihr das Heulen gerade gehört habt, das macht nämlich das Item, was wir eben hatten. Was wir aufgesammelt haben im Boss Rush. Dieser Zahn. Der heult, wenn der Boss Rush in der Nähe, wenn der Geheimraum in der Nähe ist. Und er bellt, wenn ein blauer Stein oder ein Schwarzmarkt, also ein Leiter nach unten, im Raum ist. Das ist ziemlich geil, das Item. Schön. Können wir weiter nach oben? Ach, lol. Stimmt, okay. Acid Tears machen Steine und so doch kaputt. Cool. Schön. Das ist nett. Oh Gott, dieser Raum ist so gemein, ne? Dieser Raum ist so gemein. Hei. So gemein. Huh. Aua. Die explodiert. Oh, gut. Aber die fokussen unseren Dummy. Oh, gut, dass wir den mitgenommen haben. Auf jeden Fall. Sehr, sehr gut. Oh Gott, der explodiert. Ja, unsere Acid Tears sprengen Geheimräume auf oder machen Geheimräume und so auf. Wir können auch Steine kaputt machen und so. Ist nett, auf jeden Fall. Hier ist nicht der Boss. Was?
Der Boss ist irgendwo da unten? What? Okay. Komm runter, Marmhand. Los. Nice. Noch eine. Wieso ist der Boss denn hier lang, ey? Hätte ich jetzt nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Den Schlüssel lassen wir liegen, den brauchen wir nicht. Obwohl, ich nehme ihn gleich mit. Zack. Schlüssel. Bombe. Ich denke mal, hier geht's zum Boss. Zack. Eieiei. Kommt schon. Runter. Danke. Oh, huha. Säckle. Zwei Schlüssel und eine Batterie. Okay. Und hier ist der Geheimraum. Der super Geheimraum. Das war da unten. Keine Bombe verschwenden. Yeah. Zack. Hä? Hab ich die gerade mitgezogen? Ich weiß es nicht. Wir haben noch ein weißes Herzchen. Das heißt, wir kriegen wahrscheinlich Maggie. Das ist nett. Hier ist ein Stein. Wow. Erstmal wegkicken. Die Bombe. Egal, wir haben ja genug davon, ne? Kann ich auch mal treffen, ey? Noch ein HP-Upgrade? Das haben wir doch schon aufgesammelt, oder? Genau dieses HP-Upgrade. Oder war es im letzten Run? Keine Ahnung. Run. Challenge 10, Cursed, okay. Nice. Das ist schön. Das ist sehr schön. Wir haben Maggie freigeschalten. Das ist super. Alter, dass ich da nicht getroffen wurde gerade. Wundert mich ein bisschen. Okay. Komm her. Nice. Du auch. Nice. Oh, komm schon. Danke. So, und ich hoffe, wir kriegen jetzt noch einen Angel Deal. Ah, ich weiß, warum wir Hasch nicht haben. Wir können ja Hasch noch gar nicht haben, weil wir, noch nicht nach oben und... Oh, ach doch, eigentlich schon. Eigentlich macht das keinen Sinn, dass wir Hasch nicht haben. Könnte nach Hasch einfach Ende sein, so wie nach Mams Herz Ende ist, eigentlich. Wenn man keinen Deal bekommt halt. Ha, ich bin verwirrt. Egal, die Bombe brauchen wir nicht. Das ist mies. Ich glaube, hier sprenge ich mich raus. In der Hoffnung, dass hier auch der Weg zum Boss ist. Nein, ist es nicht. Wenn wir keinen Deal bekommen, dann renne ich da, glaube ich, rein und versuche mich in den Dark Room zu porten. Das war knapp, dass ich da kein zweites Mal getroffen wurde. Okay, da ist der Boss. Schön. Den hier müssen wir jetzt auch noch besiegen. Und hier ist nicht der super Geheimraum. Kann er auch gar nicht sein. Nice, okay. Hallo, Mams Herz. Wir haben die Phase mit den Augen übersprungen, was sehr geil ist. Was sehr, sehr geil ist. Okay. Komm, 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 komm. Scheiße, Damage bekassiert. Aber wir haben sie, okay. Der Angel Deal, schön. Schön, schön. Zack, zack. Okay. Der macht, genau. Schießt gerade. Die Schüsse, jetzt schießt er schräg, okay, oder spawnt. Jetzt schießt er schräg, genau. Wieder schräg, oder spawnt, okay. Gerade. Okay, nice, haben wir. Zack. Keypiece 2, das heißt, wir haben 2 Keypieces. Also könnten wir Mega-Satan machen, wenn wir... in die Chest oder in den Dark Room kommen würden. Aber das können wir gar nicht. Außer wir haben gleich noch die Möglichkeit, uns dahin zu porten durch einen Stachelraum oder so. Das heißt, wir klappern die ganze Ebene hier ab. Aua. Oh. Also wir kämpfen übrigens gleich gegen Isaac, ne? Also macht euch auf was gefasst. Ah, ich hätte gerade gucken können, ob wir einen Stachelraum haben. Stimmt, wir haben ja Liberty Cap. Ich war gerade irgendwie der Meinung, dass wir es im letzten Run hatten. Also in dem, den ihr nicht gesehen habt. Uiuiui. Oh Gott. Aua. Huh.
Voll gegengerannt. Ja, GG. Okay. Schlüssel. Was haben wir hier? Oh ja. Oh ja. Okay. Was haben wir hier? Joker! Schön. Aber wir kommen ja, glaube ich, nicht. Wir setzen. Ich bin mir da nicht so sicher, ob wir, wenn wir jetzt Joker einsetzen. Wir machen's. Okay, wir bekommen noch ein Angel Deal Item. Können noch ein paar Truhen öffnen. Hier ist gar nichts drin. Goathead. Wow. Du kommst echt früh. Bekämpfen noch den Engel für ein bisschen mehr. Weiß ich nicht. Okay. Er macht gerade, genau. Haben wir den nicht eben schon bekämpft? Ich glaube, den haben wir eben schon bekämpft. Genau den gleichen Engel. Egal. Okay. Da ist der Geheimraum. Bomben. Magic Mushroom? Komm schon, Magic Mushroom. Schade. Telepilz. Ah, was? Wir sind schon beim Boss. Oh, kacke. Aber er greift den anderen da an. Macht es Sinn, getroffen zu werden? Für die Attack Fly? Bin mir da nicht so sicher. Okay. Ich stelle mich mal woanders hin. Hat er sich gerade selber Schaden gemacht mit dem Strahl? Ich weiß es gar nicht. Oh, ich habe so lange kein Isaac mehr bekämpft. Eieiei, Spot. Hier, okay, sehr gut. Schießt da Tränen, genau. Nicht getroffen werden. Kommt er wieder runter. Hier sind wir safe. Ja doch, wir dürfen Isaac packen. Die zweite Form ist halt easy. Wir müssen halt warten, bis er sich wegportet. Dann den Laser macht, genau. Und dann wieder herkommt und dann einfach raufballern. Also ist halt easy. Wenn ihr in der Ecke stehen bleibt, dann seid ihr eigentlich immer safe. Da ist so der Standard-Spot, glaube ich. Einfach in der Ecke stehen. Oh. Wir haben Schaden genommen. Was? Das hat nicht gereicht. Nein. Okay. Nice, wir haben Isaac besiegt. Und hier irgendwo ist der Supergeheimraum. Komm schon. Wieso hast du so viel Leben? Das ist der Supergeheimraum, okay. Weißes Herzchen. Wow, nehmen wir mit. Wir gehen jetzt immer raus und rein einmal. Um zu gucken, ob wir hier irgendwo einen Stachelraum haben, weil irgendwann wird die Karte einmal aufgedeckt. Also der Liberty Cap macht halt verschiedene Pilzeffekte. Oder verschiedene Effekte allgemein. Ich weiß gar nicht, welcher Pilzeffekt ist es, dass die Karte aufgedeckt wird. Also nicht die Karte, nur Räume werden aufgedeckt, also Special-Räume. Wir hatten ja noch einen Zacki-Zacki-Raum. Das heißt, irgendwo muss hier doch mal was sein. Irgendwann mal, komm schon. Och komm. Klammern wir halt noch die ganze Ebene ab, wir haben ja Zeit, ne? Wie gesagt, in Hoffnung, dass so ein Stachelraum ist, so ein Opferungsraum. In dem wir unsere Leben opfern können. Damit wir noch in den Dark Room können, The Lamp besiegen können und Satan besiegen können. Also Mega-Satan. Ist ja super geil. Was haben wir hier? I'm excited. Wow. Da setzen wir das ein, aber er hat sich gedreht. Toll. Das ist nicht so gut. Kommt schon. Nice. Okay. Oh, ich hasse Portale. Diese Portale sind anstrengend. Oh Gott, zweimal mega fetti. Zweimal mega fetti. Aua, der ist übel schnell gejumpt. Keine Chance auszuweichen. Schon wieder. Schon wieder. Keine Chance. Okay, der ist besiegt. Schön. Der auch. Oh, was haben wir hier drin? Schlüssel und Geld. Wow. Okay, wo ist der letzte? Da ist noch einer. Sehr gut. Bombe. Hoi, hoi, hoi. Okay. Daddy Long Legs, hallo. Tschüss. Okay, noch eine Bombe. Ach komm, kack auf Bomben, ey. Wir haben den Bombback, stimmt. Deswegen kriegen wir so viele Bomben. Aber wieso drehst du dich denn immer, Brimstone? Immer dann. Immer bei Loki. Komm, mach den Stein kaputt. Danke. Nice. Und nice. Wieso sammle ich die Batterie nicht auf? Hätte Sinn gemacht. Irgendwie. Zack. Eine Rune. Ey.
Scheiß Bombe. Jera. Wow. Jera brauchen wir nicht. Wir haben nichts, was wir verdoppeln können. Wow, da war noch eine Trollbombe. Habe ich jetzt erst gesehen, Alter. Gerade als ich rausgerannt bin. Gut. Wir dürfen nicht so viel Schaden mehr kassieren. Wenn wir wirklich einen Opferungsraum finden, brauchen wir Herzchen. Damit wir uns überhaupt Damage machen können. Ja, damit wir überhaupt Damage nehmen können. Scheiße, und ich muss hier rein. Wow. Monkey's Paw. Nö. Okay, wir kriegen zu viel Damage. Ich glaube, das wird nichts mehr, Leute. Egal, wir haben Isaac mal besiegt. Wir waren mal in der Kathedrale. Ist doch schon mal nett. Mal was anderes als Satan bekämpfen. Ja, wir haben keinen Opferungsraum. Schade. Schade. Echt schade. Na gut. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, das war ein netter Run. Das war ein netter Run. Wir haben einen guten Damage. Wir haben Marms Herz besiegt, den Boss Rush gemacht und Isaac besiegt. Ist okay. Ist okay, würde ich sagen. Bloody Lust. Schön. Wie viele Marm-Kills haben wir? 9. Ich glaube, noch ein oder zweimal müssen wir Marms Herz besiegen. Damit wir, die Kathedrale und so allgemein nach Marm freischalten. Glaube ich, halt. Bei 10 oder 11 war es. 10 oder 11 mal Marms Herz besiegen. Aber gut, okay, Leute. Dann würde ich sagen, das war's mit dieser Folge. Im nächsten Part, weiß ich noch nicht. Was machen wir im nächsten Part? Ich glaube, wir spielen eine Runde Judas. Im nächsten Part. Auf Maggie habe ich echt keinen Bock. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, nein. Mann, wieso will ich das mal sagen? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.